Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer nagelneuen Folge von Super Mario RPG. Ich wollte gerade wieder Galaxy sagen. Da habe ich mich gerade so fast gerettet. Mein Name ist Chrissy und wir starten hier in Nimbusland, in diesem Valentine's Schloss oder Valentina Schloss oder eigentlich das Schloss von König Nimbus. Egal. Es geht hier auf jeden Fall weiter. Wir hatten zuletzt hier entsprechend uns versteckt als Statue, wurden leider von Dodo bisschen enttarnt. Mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Ich möchte mich erstmal entschuldigen, dass jetzt mal ein paar Tage wieder mal keine Folge kam. Eine Magen-Darm-Verstimmung hat mich entsprechend ausgenockt. Aber es geht weiter. Erstmal ganz normale Wachen, die als Gegner fungieren. Gut. Bisschen aus der Übung, aber das dürfte kein Problem sein. Versuchen hier einfach mal klar zu kommen. Die machen aber auch gut Schaden, wenn die uns treffen. Haben wir irgendwas Multimäßiges? Ja, wir haben den Ultrasprung. Wir gucken mal, ob wir die ein bisschen rausholen können. Aber irgendwie habe ich es vergeigt. Gut, können wir vielleicht mit Blitzgewitter die irgendwie runterholen. Ja, wenigstens sind die betäubt. Das ist schon mal etwas. Das ging daneben. Wir probieren einfach nochmal den Ultrasprung. Was deutlich besser klappt. Drei haben wir damit rausgeholt. Einer ist verwirrt. Das ist gut. Malo ist schlägt daneben. Gino holt ihn vom Himmel. Gino bekommt sogar ein Level Up. Das ist nice. Level 16 hat er mittlerweile erreicht. Und wir gehen auf Kraft und Abwehr. Da kommt direkt der nächste Kampf. Aber diesmal nur drei Gegner, das kriegen wir hin. Diesmal sind wir auch vorbereitet. Mario schlägt mit seinen Fäusten und wir tun hiermit Mellow. Ein bisschen Blitz, Blitz, Gewitter. Sind wieder betäubt, das ist nice. Gino holt einen runter. Der eine ist verwirrt. Mario schlägt daneben. Mellow auch. Man muss halt Gino... Alter, was ist mit euch los? Dann spring halt, Mario. Ihr merkt schon, ihr seid auch noch nicht ganz bei der Sache, wo ihr es sein sollt. Alter, diese Statuen sind sowas von hässlich. Gehen wir kurz erstmal hier weiter. Ja... Gut. Wenn ich da jetzt runtergehe, komme ich glaube ich nicht mehr hoch. Ist mir aber egal. Toll, was habe ich jetzt bekommen? Hol mal den einen runter schon mal. Schon mal etwas. Autsch. Autsch. Machen wir ein Blitzgewitter. Mellow. Prinz Mellow, besser gesagt. Blütenpunkt hatten wir bekommen. Dann kommen wir hier an der Seite runter. Jetzt hier wieder
hier entlang. Da kommen wir wieder an der Seite. Gut, dann haben wir hier auch mal ein paar neue Gegner. Rüpelrotor und Qualmaxo. Okay, mal gucken. Komm, wir machen hier die Chinosalve, Lichtsalve. Dient ähnlich wie der Chino-Strahl, nur trifft halt mehrere Gegner. Oh, Schneesturm. Autsch. Aber bei Mario ging's daneben. Und Mallow macht ihm K.O. Gut. Eine Heilung wäre eine gute Idee. Besonders unsere Blütenpunkte. Hier sind sehr viele Gegner auf jeden Fall. Wir bekommen anscheinend auch nicht sehr viel rum. Forky schläft. Okay. Ah, das in der Mitte ist Forky. Gut. Wir tun einfach mal direkt auf die Kacke hauen. Chino-Licht selber. Und Forky ist aufgewacht. Toll. Einer greift schon die Flucht. Mario haut ihn um. Und Mallow gibt dem den Recht. Alter. Bisschen zu viele Big Macs gegessen oder was? Na, auf jeden Fall viel zu viele. Wachen hier. Oh Gott. Ja, gut. Wie gesagt, wir gehen direkt auf volle. Ah. Jetzt haben wir verkackt. Gut. Dann versuchen wir halt einfach das zu retten, was noch geht. Das hat gut geklappt. Gut, weiter geht's. Wir müssen hier irgendwie ein bisschen uns vorbeischlängeln. Oh, das ist der Eingang. Toll. Okay, dann gehen wir halt wieder hier den ganzen Weg zurück. Toll. Machen wir einfach kurz und schmerzlos. Du hast Glück, das ist schön und gut. Ah ja, da war ja was. Autsch. Da war ich jetzt ein bisschen ungeduldig. Sprung anfällig, das ist schon mal nice. Ne. Verdoppelt oder nichts? Wir probieren's. Yoshi in der Mitte. Ganz links. Dankeschön. Level up für Peach. Mittlerweile Level 20 schon. Worauf gehen wir denn? Wir gehen auf Magie. Gut. Dass der Tarnung ist, ist mir klar. Ach, das ist ein Gegner sogar. Gut. Dann kein Pardon. Chino haut direkt durch. Gleiche machen wir aber auch mit dem
Marios Ultrasprung. Drei Sprünge, alle down. Nice. Mario steht ein Punkt vom Level Up, okay. Ach je, abgeschlossen. Okay. Wir probieren es erstmal hier links. Irgendwie vorbeischleichen. Ist auf jeden Fall noch was versteckt. Autsch. Probieren erst wieder hier den Starken rauszuholen. Oder beziehungsweise. Boah, kalt. Ich glaube, wir waren ein bisschen zu großzügig mit unseren Blütenpunkten. Mario bekommt aber dafür ein Level Up. Level 17 immerhin schon mal. Auch hier gehen wir auf die Magie mal. Ein paar mehr Blütenpunkte wieder. Irgendwo ist hier was versteckt. Nur wo? Keine Ahnung. Oh, wieder Massenangriff. Wir machen einfach direkt die Lichts. Und wir haben es verkackt. Aber es sind betäubt. Schön. Und die sind verwirrt und greifen sich selbst an. Das ist wunderschön. Könnt euch gerne alles selbst umbringen. Nice. Super gemacht, Mario. Mellow kriegt ein Level Up. Prinz Mellow. Jetzt gehen wir auf KP wieder. Da war gerade eben. Wir müssen den auch kurz besiegen. Gibt's den? Einfach alle umhauen. Da war die. So, was haben wir hier? Eigentlich war ja früher mal Palastwachen, aber dann hat Valentina mich gekündigt und mir alle Schlüssel abgenommen. Diesen Generalschlüssel hier, den hätte ich noch als einziges. Nicht, dass ich ihn bräuchte. Möchtest du ihn haben? Sicher. Bitteschön. Dankeschön. Palastschlüssel Nummer 1. Hier für dich. Blumenset. Nice. Ein kleines Bad in den heißen Quellen und unsere kranke König wäre schuppdiwupp wieder topfit. So viel steht fest. Okay. Hey. Hab ihn schon gewusst. Valentina hat im Zentralsaal der Palast ein riesiges Ei gebunkert. Ab und an spuckt das Ei andere Eier. Okay. Ganz komisch.
Wusstet ihr, dass es hier ganz in der Nähe eine heiße Quelle gibt? Ja. Ach, schade. Wäre gerne der Erste gewesen, der es euch erzählt. So, kurz abspeichern. Und dann müssen wir nur noch den anderen Weg gehen. Aber wir haben ja jetzt noch einen Schlüssel bekommen. Hier ist noch irgendwo was. Hier muss noch irgendwo was sein. Oh. Ah, ich wusste doch, dass hier irgendwo was noch sein muss. So, ihr wollt mir nur auf den Sack gehen. Ich gehe euch gekonnt aus dem Weg. Kommen wir jetzt hier rein? Ja. Oh, das Ei. Zoom. Lidum. Hier mein großes Eierlei. Damit du groß und stark bist. Zoom, zoom, zoom. Mario, das ist... ist bereits hier. Ist ja einer von einer ganz schnellen Sorte. Oh. Summ, summ, brumm. Öffnet sich ja gar nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Ich gehe mal noch mal kurz einen Schritt zurück. Wenn wir erstmal hier das anschauen noch. Hier gibt es auf jeden Fall noch was Geheimes. Und so wie es aussieht, geht es dann entsprechend oben weiter, wo es rote ist. Aber erstmal kämpfen wir mal kurz gegen die. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Flügelpunkte. Ach komm, was alles. Ich war sowieso nie sparsam damit. Ich würde mal sagen, ein Sprung auf den Fetti hier. Und weg ist er. Und dann noch ein bisschen Nachdruck. Und dann haben wir es. Aber so wie es aussieht, ist hier unten nichts. Brauchen wir noch mal ein bisschen Auffrischung. So. Dann laufen wir in die nächsten Gegner. Toll. Wir versuchen einfach mal. Die Gegner ein bisschen Blütenpunkte schont. Ja, das bringt nichts. Den mussten wir erstmal rausnehmen, sonst wird das nichts. Können wir den jetzt entsprechend vermöbeln. In Hoffnung natürlich, dass wir uns nicht zu sehr mit dem abgeben müssen. Und in den nächsten Gegner direkt. Okay, es sind nur diese zwei Mönche. Oder wie auch immer. Diese Mützen. Halt. Sind aber relativ schwach. Irgendwie das Action-Kommando von Chinos primären Eingriff habe ich noch nicht drauf.
Aber es heißt drum. Wir sind bereit. So, ich bin zu einsam. Spielst du mit mir vielleicht? Klar. Oh, danke. Okay. Wir spielen hier mit diesem Kaltkindchen. Mal gucken, was das Ziel überhaupt bringt. Machen wir einen Supersprung. Und gucken mal, ob das entsprechend in irgendeiner Form... Einen Riss hat er schon. Weiterer Riss kam jetzt dazu. Können wir einfach mit Geodiscus kritischen Schaden machen. Nicht wirklich, aber mehr Risse. Ich habe Angst, was passiert. Besonders wenn ich jetzt die ganzen Blütenpunkte opfere. Tu mal ein bisschen. Was schlüpft da jetzt? Birdo? Oh Gott. Hallöchen. Ich bin's, Birdo. Verzichte. Chino Boost auf Mario. Und Mario macht einfach einen Feuerball. Korrigiere Super Feuerball. Wirkungslos! Scheiße. Blitzgewitter? Bringt kaum was. Autsch. Normale Angriffe helfen eher mehr. Wobei bedingt. Au, das... Ihr tut mir weh. Jetzt ich. Yeah. Was kommt denn da? Autsch. Das hat gescheppert. Ich bin ein bisschen zögerlich, was die Trio-Technik angeht. Ich habe noch ein bisschen Ahornsirup. Also wenn Super Feuerball nicht aushilft, dann müssen wir weiter mit Super Sprüngen weitermachen. Könnten natürlich Ultrasprünge natürlich machen. Aber ich bin der Meinung, das tut einfach nur mehr Blütenpunkte ziehen. Sprünge ist auf jeden Fall hilfreich. Einmal kurz Gedanken lesen, ist auch sinnvoll. Hat keine Anfälligkeiten und 549 Punkte noch, okay. Kämpfen sie mit den Liebsten gleich nach Ma... So süß, okay. Und Mellow ist down. Okay. Wir müssen Mario noch mal ein bisschen boosten. Angriff Abwehr ab erhöht. Wir müssen hier ein bisschen grober sein. Wir wechseln zu Peach rüber. Was ich? Eine Heilung für Gino wäre gut. Autsch. Muss doch jetzt nicht sein. Boosten weiter Mario. Peach greift mit ihren Fächer an. Ich probiere es weiter mit den Supersprüngen.
weil die halt am meisten Schaden aktuell bringen. Gino kann das locker wegstecken. Probieren wir es mal mit Gino Strahl? Bin ich mir nicht so sicher. Könnten Diskus probieren, aber da hat Mario keine Blütenpunkte mehr. Wir greifen normal an. Das gleiche gilt auch für Peach. Mario macht seinen Supersprung wieder. Gino hat jetzt viel wegchecken müssen. Ein Extra, das ist super. Peach, wie machen wir eine Gruppenumarmung? Und Mario, greifen wir mit dem normalen Sprung an. Ach, ich werde euch nie wieder gehen lassen. Ihr seid einfach zu niedlich. Geh zurück in dein Ei. Okay, dann geh halt zurück in dein Ei. Danke für den Palastschlüssel 2. Kommen wir jetzt hier oben entlang. Oh, wir wurden weggeweht. Verstehe. Gut, dann müssen wir halt ein bisschen offensiver. Ich glaube, wir könnten gegen Birdo öfters kämpfen. Was ging daneben? Tische-Bomben können wir mal probieren. Nicht gut. Kristall. Ja, geht. Komm aber gut durch. So, irgendwo hier muss doch wieder irgendwas versteckt sein. Lass mich raten, hier. Nein? Okay, müssen wir später rausfinden. König Nimbus denkt. Gedenkt. Zur Ruhe. Wehe. Einer rennt hin um. Macht Lärm. Mario! Das kann nur eins bedeuten: Mama und Papa sind hier drin. Lass mich raten, abgeschlossen. Huch, aber abgeschlossen. Hier kriegen wir nicht drauf. Ha, wetten! Bowser! Das sieht man mal wieder. Ohne mich werdet ihr Witzlinge aufgeschmissen. Platz da! Jetzt zeig ich euch, was Hirn und Muskelschmalz so alles bewirken kann. Bart frei für Bowser! Mello? Halt! Bitte warte! Oh, Bowser ist flamm. Wenn mein Vater wirklich krank ist, dann dürfen wir ihn auf keinen Fall Radau machen. Wir müssen irgendwie anders da versuchen. Am besten, wir finden Valentina und bringen sie dazu, die Wahrheit zu sagen. Aber bahnfrei für... Ach, Bowser. Ich meine, wag es bloß nicht nochmal, den großen Bowser zu widersprechen, klar?
Heute will ich mal darüber stehen. Durchgelassen. Aber sieh zu, dass das nicht nochmal passiert. Ja, Bowser. Königin Valentina. Weißt du, warum das so ist? Königin Valentina. Okay. Gibt es einen Speicherpunkt? Nicht konkret. Machen wir den Jumbo Para Cooper mal noch mal kurz fertig. Ein Dreierpack, oje. Da gibt's nur eine Möglichkeit. Wir tun mal Mario ein bisschen boosten und dann machen wir. Ja. Tun wir den Ultrasprung nutzen, damit wir alle rausnehmen können. Jetzt haben wir nur einen rausgenommen. Was soll das? Die beiden machen sich abflugbereit. Das ist nicht gut. Probieren einfach beide jetzt direkt rauszunehmen. Mit einem besseren gelungenen Ultrasprung. So, weg mit dem. Kollegen, verdienen eure Hoheit. Dieser Mario, der die Krispiran erlegt hat, er ist hier zum. Hier im Palast. Mario? Wer? Oder was ist Mario? Zum. Ein fulliger Schnauzbart, hervorlugender Koketten und zwei mächtige verdächtige Beine. Kommt mir bekannt vor, ob ich diesen Mario nicht vielleicht irgendwoher schon gesehen habe. Ich weiß, die Statue, die Garu heute geliefert hat. Sum, 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 sum. Was machen wir nun? Und was wird denn jetzt nur, Majestät? Na gewiss, nichts hin und her brummeln. Und mich anjammern, kapiert? Außerdem, ich sehe die Sache entspannt. Ohne den Schlüssel, den ich hier habe, macht der König keinen Schritt aus seinem Gemach. Was zum... Gibst du wohl mal Ruhe? Was hat denn die blöde Statue hier zu tun? Moment. Das ist keine Statue. Das ist Mario! Valentina! Wir wollen den Schlüssel. Gib's ihn her, sonst... Autsch. Oh, Mello. Welch freches Benehmen. Und wer zum... Donnerwetter, bist du überhaupt? Ich? Ich bin der echte Prinz, jawohl! Freche Lummel. Du hast also gelauscht? Wie kannst du es wagen? Aber ich hab sie gar nicht belauscht. Sie schreit doch immer nur die ganze Zeit laut rum. Pah! Einfach keine Manieren. Jetzt geht. Ich gehe jetzt einfach und lass euch da stehen. Man sieht sich, ihr
Pöbel. Na, zum was? Valentina ist weggelaufen. Da pumpe ich lieber. Dodo? Was machst du? Toll, jetzt sind sie alle abgehauen. Allesamt. Oje, irgendwie ist uns wohl gerade unsere große Chance entgangen. Ja, woran liegt das wohl? Nichts wie nach! Los, Mario! Auf sie mit Gebrüll! Ah, Speicherpunkt. Gut. Wir tun die letzten Vorbereitungen. Dafür vorbereiten. Letzte Vorbereitung. Meine Stimme versagt auch jetzt schon. Was ich damit sagen wollte ist, wir stehen kurz davor, entsprechend hier endlich mal durchzubrechen. Um das nicht zu verpassen, tut natürlich den Kanal abonnieren, Daumen hoch und vielleicht nochmal einen Kommentar hinterlassen. Das freut mich ungemein. Und damit ihr nichts verpasst, die nächste Folge. Bis dahin, ciao, mit Wahrheit.